Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal bei Metropolora Gaming. Wir sind heute auf der Strecke Dresden-Riesa, fahren heute den RE15 von Dresden nach Hoyerswerda. Ich stelle mal kurz alles hier ein. Nach Hoyerswerda bis Großenhain, Cottbusser Bahnhof. Ich werde dieses Video auch wieder in zwei Teile setzen, weil es, glaube ich, ganz gut funktioniert hat im letzten Video. Auf der letzten Strecke in Niddertalbahn. Und deswegen werde ich das dann so wieder umsetzen. Ich werde dann bis Coswig oder Coswig fahren und da dann von da aus dann den zweiten Teil fahren. So. Fernverkehr IC. Dann fahren wir auch schon unseren nächsten Halt an, und zwar Dresden Mitte. Sehr schön. Wie ihr wahrscheinlich hört, ich bin etwas erkältet. Grund dafür ist die Klimaanlage in unserem Lernraum. Aber mir geht schon auf jeden Fall viel, viel besser als vor 2, 3, 4 Tagen. Das muss ich dazu sagen.
zur Ausbildung, wie gesagt, kann ich leider nicht viel sagen, weil ich auch nicht wirklich weiß, was ich sagen darf. Und ich möchte auch keinen Stress kriegen oder so. Deswegen so viel kann ich sagen. Ich bin gerade schon mal dabei, mit verschiedenen Apps und so die Signale besser kennenzulernen und so. Und ich glaube, da werde ich in den nächsten Monaten dann auch professioneller rangehen können. Und ich glaube, dann wird mir TSW auch noch mehr Spaß machen, beziehungsweise generell Zugsimulation, weil man dann natürlich wirklich weiß, was wirklich was bedeutet und so, hier diese ganzen Markierungen und so. Da schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr dann wissen wollt, dass ich dann in den, wenn es soweit ist, in den Videos auch erklären soll, so ein bisschen, was diese Zeichen bedeuten, was für ein Signal das ist, was für ein Fahrtsignal das ist, beziehungsweise was für eine Bedeutung das Signal hat, das meinte ich. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wissen wollt. Dann werde ich da natürlich vertieft reingehen in die Materie für euch. So, nächste Halt ist Dresden-Neustadt. Ausstieg wieder in Fahrtrichtung links. Fahren wir mal rein. Aber eins kann ich auch noch zur Ausbildung sagen. Ausbildung ist echt cool. Es sind echt coole und nette und sympathische Leute da alles. Ich bin echt zufrieden, dass ich da für dieses Jahr doch noch zugesagt habe. Ich komme mit allen bis jetzt toi 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 gut klar. Vielleicht wird der ein oder andere das Video hier ja sehen, dann Grüße gehen raus. Muss auch nicht unbedingt. Weil ja, ist immer so ein komisches Gefühl, wenn man Leute neu kennenlernt und dann die direkt die super coolen Videos von einem gucken. Aber mein Gott, ich stehe drüber. Ist halt mein Hobby. Kann man nichts machen. Ja, wie gesagt, sind alle super cool, nett, lustig. Alle Ausbilder und so, die ich bis jetzt kennengelernt haben durfte. Mit denen wir auch die 3 Jahre verbringen werden, unter anderem. Alles super und cool. Klar, wird nur anstrengender, jetzt gerade ist erst die Einführphase, aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Das ist ja ein Thema, was wir machen wollten, was wir sowieso schon immer den Beruf ausüben wollten und so. Und dann ist das Lernen auch viel, viel einfacher, wenn man Spaß daran hat und wirklich das ist, was man eben machen wollte. Deswegen, da mache ich mir nicht so große Sorgen. Hauptsache, man bleibt am Ball, schön lernen, üben. Und dann passt das. Ich freue mich schon auf die Praxistage, die jetzt
demnächst auch kommen. Dann lernen wir so ein bisschen schon mal kuppeln. Und ja. Mal schauen, was wird. Mein Lieblingsspruch mittlerweile geworden. Genau, Jugendwort des Jahres werden. Oder eher Jugendsatz des Jahres. Schauen wir mal, was wird. So, jetzt können wir erstmal durchballern. Und dann haben wir es auch nicht mehr so weit, dann sind wir schon im Kursweg. Und dann ist der erste Teil auch schon zu Ende. Ist ein kürzeres Video, aber dafür halt auch wieder zwei Teile. Das Problem ist halt, ich kann zurzeit, oder eher gesagt, ich möchte zurzeit, weil ich bin fertig, wenn ich nach Arbeit nach Hause komme, möchte ich halt eher am Wochenende meine Videos drehen. Und deswegen drehe ich dann meistens immer so ein Video, zwei Teile. Und nächste Woche fange ich dann den ersten Teil an zu schneiden und nächste Woche, also übernächste Woche, dann den zweiten Teil. Schneiden tue ich im Moment meistens so am Samstag und hochladen, und online geht's dann wie immer am Sonntag. Bis jetzt, wenn nichts dazwischen kommt. Aber wenn ich natürlich mehr üben muss oder so, dann werde ich vielleicht auf Insta mal Bescheid sagen oder so, aber ihr werdet es ja wahrscheinlich eh da merken, weil dann halt vielleicht möglicherweise weniger oder gar keine Videos kommen. Das kann ich euch nicht versprechen, aber ich habe euch 100.000 Mal gesagt, Schule bzw. Arbeit oder sonstiges, alles was das reale Leben ist, geht natürlich bei mir vor. Und danach kommt mein Hobby. Und wie gesagt, YouTube ist mein Hobby, deswegen, ja. Ist das so?
Aber zum Beispiel dieses Signal gerade mit den grünen, mit den grünen Balken unten und den zwei gelben Lichtsignalen oben drüber, so die Sachen, die könnte ich dann halt irgendwann mal erklären für euch in ein paar Monaten oder so. Ein paar Wochen und aber halt nur, wenn ihr möchtet. Deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr da Interesse daran habt, auch so ein bisschen rein zu schnuppern, mit so Erklärung zu bekommen vom Eisenbahner im Betriebsdienst. Vom EIB. Hier das auch natürlich. Ja, und dann kommen wir schon an den Kostweg. Ich schätze mal, das Video hier geht jetzt so 18, 20 Minuten vielleicht. Ist ja jetzt auch nicht allzu wenig, ne? Aber ist halt nicht so lang, wie man, wie die anderen immer gewesen sind. So. Also ich finde, bis hierhin sind wir sehr gut gefahren. Ich möchte mich ja nicht selber loben, aber das ist schon nicht ohne gewesen jetzt. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch von diesem Video schon wieder. Wir sehen uns im zweiten Teil nach Hoyerswerda. Schöne Strecke übrigens, finde ich. Vor allen Dingen ab Kostweg hier, wo der auf die Einzelstrecke dann später nach rechts abbiegt. Schon was anderes. Deswegen verpasst es nicht. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt, Metropole Ruhr Gaming fährt wieder TSW. Fährt wieder. Ah, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Wir haben die Amsterbacke übrigens heute hier. Die schicke Amsterbacke haben wir heute hier dran. Drin. Ich habe aber schon Verspätung. Deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Metropole Gaming. Ciao.